Das ist Max. Max fragt sich, warum seine Schule gerade auf dem Kopf steht. Ja, so ist's richtig. Max' Gehirn ist dafür zuständig, das Bild in seinem Kopf zu drehen. Unser Gehirn sieht in etwa aus wie eine Walnuss, wiegt ca. 1,2 Kilogramm und ist in etwa so groß wie eine kleine Wassermelone. Unser Gehirn wird in 4 Abschnitte unterteilt. Das Großhirn, das Kleinhirn, das Stammhirn und das Zwischenhirn. Den größten Bereich unseres Gehirns bildet das Großhirn. Dieses ist in 2 Gehirnhälften geteilt. Die linke unterstützt Max beim logischen Denken, beim Sprechen und bei seiner Mathehausaufgabe. Die rechte Gehirnhälfte hingegen ist für Max Kreativität, seine Gedanken sowie für sein Taktgefühl verantwortlich. Beide Gehirnhälften arbeiten Hand in Hand und sind für Hören, Sehen, Schmecken und Fühlen zuständig. Auch Bewegungen wie Laufen oder Kopfnicken werden von beiden Gehirnhälften gesteuert. Wenn Max nun eine neue Sportart, sagen wir Fußball oder Skifahren lernen möchte, kommt sein Kleinhirn ins Spiel. Herausfordernde, für Max neue Bewegungsabläufe müssen schrittweise erlernt und eingeübt werden. Für diese neuen Bewegungsabläufe sowie auch für seinen Gleichgewichtssinn ist sein Kleinhirn zuständig. Das Stammhirn ist ein weiterer sehr wichtiger Teil des Gehirns. Es sorgt dafür, dass Max Herz schlägt und dass er ein- und ausatmen kann. Doch das Stammhirn steuert nicht nur sein Herz und seine Atmung, sondern nimmt noch viele weitere Informationen entgegen. Max sitzt gerade in der Mathestunde. Sein Lehrer fragt ihn: Wie viel ist 2 plus 4? Das Stammhirn entscheidet, ob diese Information wichtig ist und leitet diese an sein Großhirn weiter. Am Ende der Mathematikstunde bekommt Max seinen Test zurück. Leider hat er eine 4 bekommen. Max ist traurig, aber dieses Gefühl ist schon wieder vergessen, als zu Hause sein Lieblingsessen am Tisch steht. Neben Gefühlen wie Trauer, Glück und Schmerz werden auch sein Schlafrhythmus und sein Wärmeempfinden im Zwischenhirn verarbeitet. Doch das Gehirn ist noch viel umfangreicher, als man anfangs meint. Zusätzlich zu den 4 Gehirnabschnitten gibt es das Rückenmark, welches eine Verlängerung des Gehirns ist. Es besteht aus vielen Nervenbahnen, welche fast alle Bereiche des Körpers mit Max Gehirn verbindet. Darüber kann das Gehirn Informationen aufnehmen und versenden. Wenn aber das Rückenmark verletzt oder durchtrennt wird, kann man sich nicht mehr bewegen. Das Gehirn könnte keine Befehle mehr an den Körper schicken. Da das Gehirn ein lebenswichtiges Organ ist, muss es auch gut geschützt werden. Dafür gibt es den Hirnschädel. Er ist wie eine stabile Hülle für das Gehirn und ist zusätzlich von 3 Hirnhäuten umgeben. So ist Max' sehr empfindliches Gehirn gut vor Erschütterungen und Verletzungen geschützt. Wie du nun gelernt hast, ist das Gehirn ein wahres Multitasking-Talent. Egal ob beim Radfahren, beim Lernen oder beim Schlafen, Max' Gehirn ist immer voll in Fahrt.